So, meine Freunde, da sind wir auch schon wieder. Wir sind hier in Salaris Bar und sollten jetzt heute eine Waffe finden. Biff in Chinatown. Achso, genau, wir sollten jetzt rausfinden, wer die Rowdies sind, die gute Sarah letzte Nacht so unsittlich bedroht hatten. Das hatten wir soweit schon zumindest geklärt. Wir wissen aber noch nicht, wer diese Unholde sind. Oh, hi. Ach, schöne Dame. Ich habe viel am Laufen. Ich kann jetzt nicht reden. Danke, Tom. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du Sarah nicht begleitet hättest. Ich stehe in deiner Schuld. Danke schön. Ich werde mir merken. Hat er gute Reifen, neues Auto für uns. Also hier steht zumindest eins. Ralfi! Hey, Ralf! Okay, Ralf hat scheinbar kein Auto für uns. Dann gehen wir zum guten Vincent und uns eine Waffe holen. Neblig hier. Ja, schon auf dem Weg. Oh, moin, Vincent. Salute, Jungs. Und was steht heute an? Wir erteilen ein paar Clowns eine Lektion, Vinny. Da kann ich euch diese hervorragenden Schläger empfehlen. Der hier ist sogar von einem Top-Spieler der Liga signiert. Oh, ich kann es nicht fassen. Ist das wirklich seiner? Na, wenn ich ehrlich bin, brauchst du? nein. Wollt ich. Achso, aber wenn ich angesprochen Aber wenn du habe. damit jemand Leute, in die das sind Fresse hinterher bekommst, gerannt. wird ihm das ziemlich egal sein. Und noch ein Lol. Hinweis: Man kann nie wissen. Ganz meine Rede. Ich habe diese 1911er Colts. Gute Automatik. Danke, Vinny. So, guten Schläger und einen neuen Elfer. Das ist sehr vernünftig. Darf ich? Guck mal Platz hier. Die Hände. Ja. Und dann nehmen wir natürlich. Erstens echt hinterher gerannt. Hey Ralf, hau. Was brauchst du? Sein Auto entfernen. Achso, ne, gut, das brauchen wir ja nicht. Wir nehmen natürlich ihn hier. Fahrersitz setzen, danke. Meine Dose ist leer. Ich kann mal kurz nachfüllen, also nachöffnen. So, wisst ihr, kann ja leider nicht leiser machen. Also Ton aus. So. Wollen wir ab nach Chinatown hier. So, Chinatown müsste einfach nach oben, genau. Die nächste rechts hoch und dann immer nach oben. Das geht mal hin. Abends sollte auch nicht so viel Polizei unterwegs sein, da können wir klar. Schneller fahren hier. Oh, ist ja echt klar um die Ecke. Bin ich mal gespannt, ob diese Clowns, ob die irgendwo zu jemandem gehören oder ob die sich hier einfach so breit machen wollen. Das wäre natürlich sehr unklug, ne? Oder ob die von jemandem Befehle erteilt bekommen, die Gegend unsicher zu machen. Aber wir werden uns da schon mal drum kümmern hier. Genau, jetzt haben wir hier dieses Karree. Ups, passiert. Ja, packen wir mal hier und dann. Und. Oh, ist schick hier. Oh, wie geht's? Wie steht's, Jungs? Na, du alter Fettsack, wir bräuchten da eine kleine Auskunft.
Was ist denn los? So eine Bande von Witzbolden hat sich in unserem Revier breit gemacht und treibt da ihr Unwesen. Sie haben Luigis Tochter angemacht. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Tom nicht da gewesen wäre. Wir müssen wissen, wo ihr Treffpunkt ist. Dann können wir ihnen eine Nachricht von Don Salieri überbringen. Da bist du an der richtigen Adresse, Pauli. Ich weiß Bescheid. Es haben sich schon einige Leute über sie beschwert. Und man sagt, dass sie sich an der Servicestation bei der Terra Nova Bridge treffen. Das ist etwas entfernt von hier. Eine Art Hintertür am anderen Ende des Platzes führt dahin. Grüß sie von mir, Pauli. Danke, Biff. Du hast das gut. Wir müssen los. Klar. Macht's gut, Jungs. Okay. Okay. Servicestation. Das ist, glaube ich, die Tankstelle vor der einen Brücke. Da. Komm mal. Hier fahren sie alle wie die Bekloppten, ne? Wie die Bekloppten. So. Wir steigen. Komm, schon los. Hey, ist Leim die Ecke. Falsche Tasten hier. So, hier vor und dann. Bumm. Obla. Bumm. Was? Ach, jetzt nicht. Keine Zeit für dich, lieber Herr Kollege. So, schauen hier. Ich glaube, wir sind da. Naja. Stell unser Auto nochmal ein bisschen von der Straße runter. Ja, aber immer abfahrbereit, ne? Zeit kann immer was passieren. Denk dran, Tom, keine Ballerei. Na, hey, wo seid ihr denn? Betraut euch nicht, oder was? Hä? Hey Freundchen, Don Salieri lässt schön grüßen. Na los, da bin ich ja mal gespannt. Oh. Okay. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so laut. Ich habe mal ein Mikrofon woanders gestellt. Die Hälfte von dem, was ich gesagt habe, wurde gar nicht aufgenommen. Oh, da hinten ist unser. Ja, so. Oh, krass, aber. Ganz hinten ab. Danke. Komm, hau ab jetzt. Komm. Ja, schlau. Er flüchtet, wenn die Leben zu weit unten sind. Ah, da hat eine Pressstange. Entschuldigung. Hilf doch mal. Jetzt kann ich nicht reden. So, wollen wir mal schauen hier. Sind sie denn die Affen? Sind wir hier lang? So, folgt uns Pauli einfach. Lass mich bitte leben. Was? Nö. Und ja, du gehörst zu diesem Affen hier. Du hast das nicht verdient. Aber ich glaube, wir müssen dich auch. Ah, hier rein nehme ich mal. Ja, das ist ja dann noch eine übelst coole Idee. Hä? Sah irgendwie aus, als wäre da eine Tür. Auch hier hoch. Also ja, liegt da jetzt ein bisschen sehr doof im Weg, ne? Mal gucken, wo die. Oder ob hier vielleicht noch irgendwo einer rumrennt oder so. Hallo? Vielleicht da rein? Da sind wir ja gekommen. Olli? Wir reden später an der Bar. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wohin. Es ist natürlich jetzt
richtig blöde. Also da nicht weiter. Komm, ach, guck mal, hier ist noch einer. Nur das, okay. Ist ein Passant. Da kann man daran, dass wir nicht töten können. Hör auf, alle auf den einzuprügeln. Nein! Boah, Lee, es tut mir leid. Okay, nochmal. Ja, schade. Sehr schön. Ja, ihr hässlichen Lappen. Kleinen Moment. So, mal den Stand vom Mikrofon ein bisschen geändert. Jetzt weiter. Das heißt, dass Pauli irgendwo festhängt. Hallo? Ich glaube, Pauli hängt. Lass mal Pauli die Tür aufmachen. Vielleicht lag es daran. Weil ich glaube, Pauli fängt da die Schlägerei an. In der Zwischensequenz, genau. Und da ist er 100 Pro irgendwo hängen geblieben. Und dann warten wir uns zum Wolf. Na los, da bin ich ja mal gespannt. Du wirst es sehen, mein Freund. Ihr Lappen. Kommt her, Entschuldigung. Alter, genau, auf dem Weg. Ja, ich will nicht mit dir reden. Ich will... Brecheisen. So, Pauli. Wo sind denn die anderen Lappen? Okay, also jetzt noch die, die wir vorhin erledigt haben. Und dann geht er los. Hallo? Achso, nee, du bist der blöde Passant, ne? Ja. Nö. Wow. Hey, Pauli hat schon einen erledigt. Na, kommt schon, hä? Getraut er ist nicht. Oh. Ah, Pauli, Hilfe! Ah, fuck. Pauli, ich helf dir! Ups, also. Das Problem ist auch, die Animation läuft und wenn die sich in der Zeit bewegen, treffen wir den nicht. Hör auf, Pauli, in Ruhe. Ah, shit. Oh, fuck. Denk dran, Tom, keine Ballerei. Ja. Na komm, Pauli, mach doch. Und komm, na komm. Schön. Don Sageri lässt schön grüßen. Na los, da bin ich ja mal gespannt. Alle Mann heraus! Wenn er zuerst hier hinten, würde ich sagen, hat ja vorhin hat es eigentlich geklappt. Schnell! Komm schon! Dir zeig ich!
Okay, voll aufgeladen, haut die Eier so um. Von hinten. Also ist ja eigentlich gut. Aber krass. Die auf Pauli fixiert sind, kann der hinten draufhauen. Oder ich kann hinten draufhauen. Was sind die so überlegt, dich in die Mitte zu stellen, mein kleiner Kollege? Komm, wir sind nur so Feigling. Was wäre lose Frauen jagen und dann abhauen, ne? Zum Glück seid ihr aufgetaucht. Endlich tut jemand was gegen diese Schweine. Die Polizei unternimmt nichts gegen sie, weil einer von den Bengeln wohl der Sohn von einem hohen Tier im Rathaus ist. Na gut. Ein hohes Tier im Rathaus, ja? Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Hat er noch verprügelt? Ne. Aber. Zeig dich. Autsch. 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 Hallo. Jetzt? Ja, wir können es erstmal. Boah, ne, ich könnte Baseballschläger jetzt eigentlich behalten. Lief ja jetzt eigentlich ganz gut. Jetzt? Ich hab noch was zu tun. Ne, wir sind noch nicht fertig. Wo willst du hin? Ja, aber cool, dass es dafür einen eigenen Text gibt. Aber wer fehlt denn hier noch? Müssen wir nur mit dem reden? Ah, nein, Gnade. Was ist das denn? Tja, kriegen wir nicht auf, ne? Das haben die ja versucht aufzubrechen, aber hier hinten geht's ja auch nicht weiter. Also ich muss mal vielleicht doch da hoch, wo vorhin der eine uns im Weg stand. So, sollen wir gleich mal kontrollieren. Oh, dahinter weh vom wilden Sitz, Leute. Aua. Oh, ach. So. Sag mal, und du musst mit dem reden. Hier gibt es ja keinen Weg rein, oder? Jetzt auch nicht lang? Das hier nützt uns auch nichts. Olli, lass mich mal durch, bitte, danke. Ach so, aha, guck an. Hey, was ist los, Kollege? Ja, noch jemand? Der Schuss ist noch drin. Dann kriegst du. Ja, von hier kommt keiner. Ein Jammerlappen, hä? Können wir noch? Können wir die 911er nehmen hier? Oh oh. Das war ein bisschen sehr, sehr mutig. Scheiße.
Oh, gibt bestimmt wieder eine Straße los, ja. Ja. Denk dran, Tom, keine Ballerei. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, die zwei da hinten können wir sogar ignorieren. Ja, weil die gerade weg, ne? Da bin ich ja mal gespannt. Ich mach dich fertig. Alle mal her. Autsch! Da anteilen. Los, komm. Hallo, Pauli, bitte. Pauli, würdest du bitte mal Schwung holen? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das war schon der Richtige. Peter Pauli fixiert, das ist ein bisschen gut. Genau, da kann ich sie nämlich schön von hinten volle drauf möbeln und dann hat sich das. Dann schon den Colt ziehen. Dankesgrüße bitte an Mr. Salieri. Ja? Nach drei Schuss reichen. Er hat aber vier ausgehalten, ne? Na, komm schon. Kann ich mich die Augen wie ducken? Kann ich mich da eigentlich auch irgendwie ducken? Was willst du denn damit bezwecken? Ich befördere deinen Arsch aus diesem Teil der Stadt. Die Typen sind von der Mafia, Johnny. Machen wir eine Fliege. Oh, Scheiße. Schnell, zum Wagen. Wir müssen sie kriegen. Nö. Das wäre immer ein bisschen fahrlässig, ne? Und einsteigen bitte. Danke. Pauli, hallo? Es ist wohl besser, wenn ich jemand mitnehme. Ja, wenn er nicht wegkommen würde. Okay, ab geht's. Verfolgen, okay. Nicht töten, folgen. Okay. Weiß ja nicht, welchen Zweck die Zwischensequenz jetzt erfüllt. Oh, das sah nicht so gut aus. Ja, das ist mal angeschnallt, oder? Geh und mach ihn fertig. Ich glaube, der ist schon fertig, oder? Oder hat er noch ein paar nicht gebrochene Knochen, hä? Hast du Mitleid mit ihm, oder was? Diese Tiere können dir doch nicht leid tun.
Der würde dir doch bei der ersten Gelegenheit in den Rücken schießen. Der hier ist am Ende. Das heißt, eine Sorge weniger. Ich dachte, was wohl meine Mutter oder Sarah sagen würden, wenn sie mich so sehen. Was stehst du da rum und guckst dumm aus der Wäsche? Denk dran, wer gestern dein Mädchen flachlegen wollte. Besser, du gewöhnst dich dran. Ich gewöhnte mich dran. Naja, okay, ich gewöhnte mich dran. Der Priester. Ich frag mich gerade, wie viele kleine Jungs braucht man für einen Priester? Dein letzter Auftrag war kein großer Erfolg, Tom. Also egal. Dass du alle getötet hast, macht uns jede Menge Probleme. Aber die wollten Sarah vergewaltigen. Die Bullen sollten mir dankbar sein. Ich weiß, aber der eine, der entkommen konnte, wird Ärger machen. Was? Wir haben keinen entwischen lassen. Sie sind alle tot. Einer lebt. Sie haben ihn aus dem Autowrack gezogen. Scheiße. Der eine Tote war der Sohn eines Stadtrates, ein Freund des Bürgermeisters und Morellos Komplize. Und der überlebt hat, wird sich beim Stadtrat ausheulen. Daddy hat seinen Sohn nicht gerade geliebt. Aber in solchen Fällen kann ein Mensch sich an viele schöne Dinge erinnern. Nebenbei, heute ist seine Beerdigung. Zu dumm, dass ich keine Zeit habe. Du hast Glück, dass der eine nicht weiß, wer du bist. Und dich nicht verpfeifen konnte. Aber deshalb bist du nicht hier. Tom, heute habe ich einen ziemlich heißen Job für dich. Komm, steig in den Wagen. Der Inhaber eines der Läden, in die der Don viel Geld investiert hat, hat plötzlich vergessen, wem er dankbar sein muss. Und ist bei Mr. Morello eingestiegen. Morello will anscheinend herausfinden, wie weit er gehen kann. Aber da spielen wir nicht mit. Also, was läuft denn? Wir jagen den Schuppen in die Luft. Was? Was ist das für ein Laden? Ein Hotel. Das heißt, es ist ein Bordell, Tom. Aber kein normales Freudenhaus, sondern eins für die Typen aus der feinen Gesellschaft. Und ich soll die wirklich alle ausknipsen? Natürlich nicht. Wir liquidieren nur den Besitzer und zünden sein Büro an. Das müsste genug Warnung für die anderen sein. Wir heißt in diesem Fall ich. Stimmt's, Frank? Ich nehme mir den Typen vor und ich jage das Hotel in die genau. Luft. Genau. Und da ist noch eine Sache. Eines der Mädchen informiert Morello über unsere Aktivitäten. Die müssen wir auch eliminieren. Frank, ich soll eine Frau umnieten? So ein Pech, weißt? Hier ist ein Foto von ihr. Sie ist niedlich. Kommt mir bekannt vor. Bist du sicher, dass sie es ist? Leider, ja. Ihr loses Mundwerk hat uns einen Haufen Geld und ein paar Männer gekostet. Warum machen das nicht Polly oder Sam? Weil sie jeder in dem Laden kennt. Die wären tot, bevor sie überhaupt reinkämen. Wieso kennt man die da drin? Wie ist der Plan? Es ist das Colonial-Hotel Downtown. Find den Boss und leg ihn um. Mach's ruhig ganz offen, das soll ja eine Warnung sein. Dann kümmerst du dich um das Mädchen. Das Büro des Besitzers ist im obersten Stock. Schnapp dir, was du an Geld und Dokumenten finden kannst und leg dann den Sprengstoff. Für mehr wird die Zeit nicht reichen. Das wird kein Picknick. Ich weiß. Aber wenn wir uns jetzt nicht drum kümmern, sind wir die Nächsten. Vielleicht hast du recht. Die Waffe und der Sprengstoff sind hier im Auto. Viel Glück, Tom. Okay. Können wir jetzt mit den anderen noch reden? Also können wir noch reingehen? Oh, keiner da. Gut, das Hotel dürfte, glaube ich, gar nicht so weit. Nee, ist aber auf der anderen Seite, ne? Jawohl. Ja. Ich will mal mit WASD fahren, aber das geht nicht. Schön, ich muss wieder lang. Hallo. Genau, Wieder doof. Da wollte ich doch lang. Ja, ne? Was richtig? Jawohl. Juhu.
Weiß nicht, wieso mir das jetzt gerade eben durch den Kopf geht, aber ich wollte unbedingt schauen, warum es bei Yooka-Laylee denn ein 1 GB-Update gab. Geht mir gerade so durch den Kopf. Es hat ja vor kurzem ein 1 GB-Update und... Ich weiß nicht, vielleicht bereitet man ja ein DLC vor. Und munkelt, oder man hat viele kleine Bugfixe oder Grafik-Updates. Man weiß es nicht. Möglich wär's. Würde mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn es da noch mehr von gibt. Ja. Damit wir es immer gemacht haben. Guten Tag, Herr Officer. Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Nein. Ich hab's eilig, ich bin im Auftrag des Donnerstags unterwegs. Donnerstags besser. Ja, okay. Bitteschön, danke. Nein, Officer, auf keinen Fall. Tut mir auch sehr leid, Herr Officer. Na, fahren Sie mich fort, tschüss. Sowas habe ich immer bei GTA ein bisschen vermisst, so. Diesen kleinen Funken Realismus zwischendurch. Danke. Hat er gerade einen Bullen gerammt? Ja, ich kann glaube eher einfach so fahren jetzt. So, manchmal hätte ich mir es bei GTA schon ein bisschen gewünscht. Und es gibt natürlich Mods dafür, gerade für GTA 5 gibt es da einen ziemlich coolen Polizeimod. Aber probiert habe ich den auch nicht, weil ich eigentlich bei Gelegenheit mal tun. Na gut. Brauchen wir bloß hier runter. Na ja, einmal links, das geht auch. Ich hätte gern wieder das Rennauto, um zu der Mission zu fahren. Herr Officer. Genau, und dann immer gerade, links runter. Das geht auch. Oh Gott, der kommt nur so. Oh Mann. Ja, ich. Ich stehe da schon. Leere Hände? Sir, das ist schon Ihr zweiter Verstoß. Sie bekommen eine Geldbuße. Woher weißt du das? Es tut mir wirklich leid. Alter, die sind ja krass mit ihrer Überwachung hier, ne? Da weiß sofort, da weiß der alles. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Nein, Herr Officer, das war doch nur ein Versehen. Außerdem die Bremse verwechseln mit dem Gas, Mensch. Ja, genau, überfahre den Affen. Ich meine, den ganzen Tag nur Blödsinn. Und lass mich raus, ja. Ja. Fahren wir mit dem Nomad. Ich glaube, beim dritten Mal wollen sie uns festnehmen. Gibt es hier eigentlich irgendwas? Da steht ein Auto. Ja. Ein Polizeiauto. Okay. Mitnehmen können wir den nicht, oder? Moin! Sonst habe ich heute nichts mehr für dich, Tom. Ich hätte gerne das Polizeiauto. Aber ich glaube auch noch nie, ne? Ich muss sagen, im Vergleich zu GTA, dann hat man hier auch außerhalb der Mission nichts wirklich zu tun. Deswegen guckt man sich auch mehr oder weniger die Map nicht wirklich an, wenn man keine Mission macht. Hm? Oder rückwärts. Hm? Doch Automatik drin. Muss ich einmal schalten, damit die Automatik funktioniert. Na gut.
Wie gesagt, außerhalb der Mission hat man hier nicht viel zu tun. Ich habe gerade nur kurz gelesen, was auf einem anderen Monitor stand. Wie gesagt, außerhalb der Mission hat man ja hier nichts zu tun weiter. Ich glaube, irgendwelche Challenges, Monsterstunts und Sammelobjekte gibt es hier alles gar nicht. Im zweiten Teil ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Da gibt es ein klein wenig mehr zu tun, aber puh. Muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe den nicht mal durchgespielt. Deswegen kann ich so zur Story da auch gar nicht so viel sagen. Er hat mir allgemein nicht so richtig gefallen beim ersten Mal spielen. Vielleicht war man da auch ein bisschen GTA verwöhnt. Gerade war ich sehr enttäuscht, weil es keine Open World war, sondern irgendwie hier die Story so ein bisschen am Stück gespielt wurde. Mir das vielleicht jetzt besser gefällt, weiß ich nicht. Das werde ich probieren auf jeden Fall. Leider gibt es ja keinen dritten Teil. Sehr schade, aber es gibt halt keinen. Hallo? So, kann ich einfach vorne reingehen? Jo. Die Hure. Töte den Manager, durchsucht das Hotel und töte die Hure, von der Frank gesprochen hat. Stehe die Dokumente und lege den Sprengsatz im Büro des Direktors. Töte den Manager. Ist denn hier Schönes? Hallo, wie geht's so? Alles spitze. Hallo, wie geht's so? Na, hi. Guten Tag. Wo finde ich bitte den Geschäftsführer? Er ist im Speisesaal beim Mittagessen. Gehen Sie einfach durch diese Tür. Sie erkennen ihn an seinem weißen Anzug. Vielen Dank. Okay. Jetzt ist nichts los hier. Aber abends geht's hier richtig rund. Okay. Ah. Aha. Hoch. Ich will den Manager noch nicht töten. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht anstatt den Manager zu töten. Siehst du nicht, dass wir uns amüsieren? Jetzt. Lass uns in Ruhe. Muss ich aufstehen? Muss ich aufstehen? Da sitzt der Manager. Einen Moment, Sir. Ich habe noch andere Gäste. Wie gesagt, ich mal gucken, ob man den Rest vorher machen kann. Für den Mädels hier. Wie im Paradies. Oh ja. Ich meine, weißt du, alle Frauen sind ja so normal angezogen, ne? Aber sie mit den Matrosen, ja, geht klar, ne? Und dann soll das ein getarntes Bordell. Getarnt, vor allen Dingen, ne? Fahrstuhl können wir nicht fahren. Wieso gibt es hier zwei Treppen? Gucken wir mal, wo wir hier ankommen. Okay. Üben. Da oben läuft jemand. Man kann mit unseren flickernden Texturen, können wir das sehen. Oh, was sind die blöde Hure? In dem Fall darf ich das sogar sagen. Die Mission heißt ja immer nicht aus Spaß die Hure. Wir haben Colt im Übrigen dabei. Können wir mal erstmal. Rein. Hallo? Na gut, dann nicht. So, gucken wir auf der anderen Seite. Zack.
Warum ist das Englisch? Weiß es nicht. Oh, schon. Das fährt doch hier im Kreis. Das heißt, wir können auch. Rausgekommen. Okay. Das heißt, wir haben ja schon alles durch. Warum die Englisch reden, weiß ich nicht. Tag? Tag? Doch. Hab mich halt nur, weil die Hore vorher finden, dann wo wir den Manager nicht haben. Guten Tag. Nehmen wir an, hier finden wir eine Hure. Ich weiß übrigens nicht, woher wir wissen, dass sie das ist jetzt. Oh, was, Tom? Aber was, Michelle? Was machst du? Was ist denn los? Was hast du vor? Was willst du von mir? Tut mir leid, Michelle. Aber ich habe gehört, dass dein Gerede ein paar Leuten das Leben gekostet hat. Und jemand eine Menge Kohle verloren hat. Du bist eine Gefahr für uns. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Tom, warte. Ich wusste nicht, dass jemand verletzt wurde. Ich wollte meinem Bruder helfen. Ich wusste, das konnte nur mir passieren. Ein totales Desaster. Ich konnte einfach kein junges Mädchen töten. Ein junges, naives Ding, das nur seinem Bruder helfen wollte, der wahrscheinlich ein mieser Bastard war. Andererseits war es das wert, sich umlegen zu lassen? Zieh dich an und verschwinde. Danke. In ein paar Minuten fliegt der Laden hier in die Luft. Lass dich nie wieder in dieser Stadt blicken. Hier darf dich niemand mehr sehen. Oh, vielen, vielen Dank. In dieser Stadt bist du tot. Hau ab und lass deinen Arsch nie wieder hier sehen. Kapiert? Ich verspreche dir, du wirst nie mehr etwas von mir hören. Ich habe das Gefühl, dass wir das doch werden. Ja, wir kommen nicht mehr rein. Du fährst wie ein Irrer. Hä? Da hat gerade jemand gevögelt, oder? Okay. So, ich nehme an, der Manager hat sein Zimmer ganz oben. Oder sein Büro. Guten Tag. Hast du Probleme? Nein. Aber du bald. Wenn ich fertig bin. Maus? Was hat der für Leiden? Da, geh mal zum Arzt, Mann. Klingt echt nicht gesund, was bei dir abgeht. Gehen wir natürlich gleich rein. Ich glaube, ich muss den Direktor jetzt zuerst töten. Ja, vorher komme ich nicht rein. Hey, Süßer. Willst du mir einen ausgeben? Yep. Ah, hallo Großer. Willst du dich amüsieren? Okay, nee, du bist mir zu doof. Was sind die für Gesichter? Ich will da raus. So, wir töten jetzt gleich den Direktor und dann schauen wir, oder warte. Der Direktor sitzt hier hinten. Laufen wir hier lang. Wir werden nämlich gleich in Menge gehen, ja. Genau, und dann hier hin. Okay. Machen wir das mal. Na, Süßer, bist du wieder da? Obwohl, nee, du bist. Ah, hallo Großer. Willst du dich amüsieren? Nein. Hure down! Hure down!
Ja, mach ich. Echt jetzt? Ich weiß, ich hab deine Nutte getötet, aber. Echt jetzt? Und du bist tot, Eule. So, hier dürfen wir nämlich einen sicheren Weg nach oben haben. Bis ganz hoch, können wir noch einen? Haben wir die Tür gar nicht gefunden. Ach, eine Klappe. Was? Was? Ich weiß nicht mehr, wo die Hure war. Ich glaube, in dem Stockwerk. Einfach an die Tür gehen. Dann muss ich reingehen? Scheiße. Na. Hört ich nicht, dass er in der Hochrennen in alle Zimmer reingeht, ne? Das können wir wegdrücken. Gehen wir jetzt schon. Alter, was? Was war das? Guten Tag. Alter. Was hat er da geschossen, ey? Alter. Das ist ja nicht wahr. Wo ist denn jetzt der scheiß Kunde hin? Wo ist jetzt der scheiß Chef hier von der Bucht da? Ich hätte eine Idee, mit was da vorhin gerade geschossen hat. Aber wo ist jetzt dieser blöde Kunde hin? Ist er jetzt hoch in sein Büro gerannt? Ich glaube, der lebt noch. Ja, wo ist jetzt der Manager? Wir sind etwa tot. Der rennt, glaube ich, noch einen Haufen Hampeln rum. Ja, wo ist der hin? Ich seh grad was. Ich würde sagen, wir haben jetzt den Schlüssel. So, den laden wir vorsichtshalber mal nach, hä? Ja?
Aber wo ist der Manager? Ist er jetzt doch in seinem Büro wieder? Weiß es nicht. Ich hätte eine Idee. Alter, du Spacken. So, sollen wir da Dokumente stehlen? Ah, ja. Sehr hübsch. Ich finde das übrigens sehr interessant, dass sie alle bloß rumbrüllen. Alle wirklich bloß rumbrüllen, aber keiner das Haus verlässt. Ja, passiert. Ein ganz normaler Job. Jupp. Das Spiel hat auf jeden Fall gespeichert. Das gefällt mir. Wir machen uns jetzt vom Acker einfach. Ich habe gerade einer von uns geschossen. Ups. Ich dachte, wir sind aus dem Schneider. Okay. Okay, den Schein ist. Okay, treffen tun wir uns auf jeden Fall. Na, schön zu wissen. Ich nehme meinen hier keinen Ding einfach runter, oder? Nee. Aber versuchen wir es wert. Kann ja sein, dass bei dem Entwickler keiner dran gedacht hat. Heute ist leer. Ich treffe dich schon noch. Auch nach Munition hier so auf den zu schießen. Na. Oh, bleib stehen. Okay, scheiße. Ich sehe kein Problem. Ich bleib mal da unten. Herr Officer, Herr Officer, hier steht ein Verrückter. Ich brauche unbedingt eine Waffe. Ganz, ganz schnell. Hoch oder runter? Muss ich hoch oder runter? Muss ich hoch oder runter? Wo liegen denn ihre Waffen? Er hat auf jeden Fall eine. Ich weiß nicht, wie die hier hochgekommen sind, aber wir müssen weiter hoch. So. Da gekommen. So wenig Leben, ey. Scheiße. Ach, ich erinnere mich wieder, warum die Mission ursprünglich der Priester heißt. Juhu. Warte, muss ich denn ducken? Option. Sorry.
Schüler. Ducken, Steuerung rechts. Okay, damit kann ich leben. Wenn es gehen würde. Rechts. Hier. Da viel zu weit weg. Wie soll ich denn da hinkommen? Da. So, ne? Steuerung. Wird zu einer Steuerung links für irgendwas? D für irgendwas? Mein Sekretär Kuh. Ist der behindert? Okay. Bleib nicht geduckt. Ja, dann ist Steuerung links besser. Nein! Dann Steuerung. Jetzt einfach nur Steuerung. Ja, ich muss anfangen. Ja, jetzt habe ich gerade Munition weggeschmissen. Ich weiß nämlich, dass hier, glaube ich, irgendwo kleiner einer mit einer Thompson kommt. Ich bin mir ziemlich sicher. Hallo? Ich bin nicht sicher, dass das so gewollt ist. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass die Dächer hier überhaupt gemacht haben, hä? Und dann ich einfach hier hoch. Loch? Loch. Okay. Die Tür geht gar nicht auf. Wo denn? Hinten. Ja, da kann ich noch ein Stück vor. Ist doch nicht um mich mit. Wer hat denn dir das an? Oh. Entschuldigung. Aber du wolltest mich auch töten. Und jemand, der mich töten will, den erschieße ich ja nur gewöhnlich, ne? Ja, kennen wir nicht. Au. Echt jetzt? Was ist das für eine Spiellogik? Das ist ein gelbes Fass mit Explosionszeichen. Und dann du stirbst jetzt, oder? Entschuldigung. Bist du tot? Nein. Was? Ach komm, nein. Echt jetzt? Ist da so ein Affe hinter der Wand? Oh nein. Und es geht natürlich wieder, Alter. Okay, ich weiß wieder, wie ich das gemacht habe. So ganz simpel. Wir kommen ja eh nicht hinterher. Alter! Kacke hier. Du machen geht nicht.
Wer bin denn hier im Normalfall? Weil ich konnte nicht verstehen, ob man hier so umklettern soll. Ja. Nicht schießen. Echt jetzt? Oh. Hat er mir gerade ins Gesicht geschossen? Oder? Was ist das für ein Bastard? Schießt er mir einfach ins Gesicht, ey. Unglaublich. Nervt es, dass wir so viele Leben verloren haben bisher. Noch mehr nervt mich fast nur die Tatsache, dass mein Ohr juckt. Ja, mal Katzen. Doch schießt er ja nicht. In dem Moment, wo ich hier drüber kletter. Ach, komm schon, ey. Mann. Das ist eine Kacke, ey. Ah, so eine Scheiße! So. Auf. Auf. Ja. Aber hier. Ach, das ist doch nicht wahr. Wo soll ich denn runter, bitte, dass ich da keine Leben verliere? Oh, sowas nervt mich. Ein Fall lang. So der richtige Weg, aber. Schon ein bisschen nervig, sowas. Na gut, Tommy, ja, das ist eigentlich halb tot, ne? Aber da bricht sich nochmal ein Fuß beim Klettern, ey. Unglaublich. So, Maus hier. Ich hier eigentlich die ganze Zeit leben, ich weiß es gar nicht. Hier nicht. So, gucken. Hier müsste ich lang. Das sieht gut aus. So, das natürlich nur so machen. Der nette Kollege dort uns nicht trifft. Ich glaube auch, der erledigt uns mit einem Schuss. So. Ah, hier unten kommt jetzt ja wieder ein Haufen. Shit, 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 shit. Ich kann auch wieder zurückklettern hier, oder? Komme ich doch eigentlich wieder zurück, wenn ich schnell abhaue? Ich weiß noch nicht, wie versiert die im Klettern sind. Die mir jetzt hier so hinterherkommen. Du bist Polizist, du solltest eigentlich sowas nicht unbedingt sagen. Alter.
Nein. Er ist umgefallen und von hinten kommt es kennen, oder? Nein, nein, nicht noch ran. Besser. Entschuldigung. Uiuiui, Angels noch. Leer. Ich hätte mal den Schuss aufheben sollen, aber ich... Echt jetzt, Alter, fick doch dieses Kackspiel. Das ist nicht wahr, oder? Affe. Das ist unglaublich. Steht da immer. Alter, steht. Ey. Was? Ich wusste, die Hotelmission ist scheiße, aber ich dachte, im Hotel wäre es kacke und nicht draußen. Na gut. So. Eigentlich mal pickeln die ganze Zeit schon. Und hinten die Kollegen, die scheinen uns ja nicht so zu verfolgen. Alter. So, der Kollege fällt dann. Okay, die können wir wieder hier lang. Und schnell weg. Da passen die auf dem Dach ist ja noch einer. Aber beim ersten Mal auch gar nicht gesehen. Ne? Ach komm schon, ey. Es ist doch. Tot? So, ja. Spring dich um! Hier scheint noch einer rumzubrüllen. Den nur keinen. Da bist du. Das wäre eine Granate, wäre jetzt cool. Okay, bloß einen Schuss, das heißt, wir laden nach. Okay, jetzt bist du tot. Okay.
Bin ich ran, scheiße. Komm schon, komm schon. Steh einfach auf, einfach aufstehen. Fuck. Warum wollen die mich alle umbringen? Der Polizisten, eure Bestreben, ja, sollte es sein, mich zu verhaften, nicht mich zu töten. Okay, ja, wir sind in Amerika, Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, wo es weitergeht. Scheiße. Eigentlich müsste ich überpinkeln. Aber, ja. Erst nach der Mission. Es ist eine Scheiße hier. Das kann doch nicht der richtige Weg sein, den wir hier nehmen. Kann ich mir so vorstellen. Man hier und dann hier drauf soll. Hat ja gut funktioniert, ja. Hier und drüber, das erscheint mir als der einzige Weg. Ja. Natürlich hier lang. Dachte ich, Kaffee habe ich mein Leben verloren. Hallo. Erster Schuss, erster Treffer. Umgehauen? Ah, es hat ihn umgehauen. So, jetzt wieder dieses Versteckspiel hier mit den Idioten. Ist aber gut, dass der Trigger so einfach zu finden ist. Diesmal lassen wir uns, wenn es geht, vielleicht nicht von dem Affen hier oben anschießen. Noch nicht, wann der kommt, das scheint einen kleinen Moment zu dauern. Bleibt mal hier in Deckung. Nämlich keine Lust, dass der uns wieder auf 1 HP runterschießt oder wir den Müll jetzt gleich normal machen. Kommt er jetzt vielleicht erst? Ja. Der wird praktisch auch getriggert. Also wird das ganze Spiel runter zusammen. Gut, dass wir den nicht getroffen haben, aber das Geländer. Kollege, der hat jemand ins Gesicht geschossen. Was schießt denn ihr hin? Und nach oben schießen haben sie es nicht, oder? Was soll der Blödsinn?
So, dort auf dem Dach dann einer oder zwei. Es sieht ja jetzt gut aus. Es sieht ja echt gut aus gerade. Hatte ich alle Leben verloren. Wir haben auch noch ein bisschen Munition übrig. Nur die Frage. Alter. Bastard spielen, ne? Hier so einen Affen in die Ecke zu stellen. So, ich hab gar nicht getan, Herr Officer. Nein, fuck. Wer? Bin er down? Wo hin? Hallo, Herr Officer. Ich hab das denn hier woanders welche spawnen, ey. Na komm schon. Ah, fuck. Das ist doch nicht wahr. Jetzt trifft er zweimal am Stück. Ich kotze Slime im Strahl. Leute, ganz kurze Pause. Ich hätte 5 Minuten weiter. Ich muss kurz eine Pause machen, sonst wird das ja nichts. Bis gleich, good luck, gefahren. Tschüss. So, meine Freunde, jetzt sind wir auch schon wieder mit die Hure Koreone und habt das Team, oder? Ja! Dass ich ganz Screenshots machen. Ja! Ich würde die ganze Zeit schon gerne Screenshots machen. Das habe ich jetzt mal schnell mal zwischendurch versucht herauszufinden, wie das geht. Ich habe es auch geschafft. Und zwar muss ich einfach nur Team als Admin starten. Ich weiß nicht, wieso das einen Unterschied gemacht hat, aber okay. Es hat funktioniert. Jetzt kann ich eine Screenshot-Party machen. Ja. Du weißt ja, ich liebe Screenshots. So. Jetzt zeig mal den blöden Bullen, wo es denn lang geht, ey. Aber richtig. Zack. War schon. So. Na schade, Versuch war es wert. Triff mich ja nicht, du Vogel, ey. Was ist denn da unten so rum? Dass irgendeiner erlaubt. Das ging gut und schnell. Guck mal, dass der Rest genauso einmal frei klappt. Au. Okay, da haben wir es ja schon getriggert. Oh Mann. Shit. Scheiße, hier oben fallen mit so wenig AP. Den hier noch anlocken. Nein, er hat es getroffen. Fuck. Okay. Bin ja. Nein, echt jetzt? Fuck! Okay, jetzt bist du tot! Okay, jetzt bist du richtig böse! Fucking 11 HP, shit! Scheiße, ey!
war der denn Müll? Die sind da oben. Wenn ich da an der Wand lang laufe, komme ich bestimmt an dem vorbei. Probier das jetzt einfach mal. Da hat er jetzt nirgends runterfallen. Ich habe noch 6 Schuss für diese Waffe hier. Knapp. Das war richtig knapp. Den laden wir auf. Wir haben genug Munition, den Einschuss, den können wir wegschmeißen. Ich kann nur hoffen, dass die uns nicht treffen, die Affen hier oben. Ich gehe mal schön hier an die Wand. Okay, aber wo muss ich hin? Die sind ja irgendwo durch eine Tür gekommen, oder? Okay, nein, ich muss hier hin. Da bin ich einfach runter. Ich habe Angst, dass wir sterben, wenn ich jetzt da runter gehe. Weil der tut sich ja beim kleinsten bisschen immer gleich weh. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Nein. Das ist doch zu kotzen. Ah, das ist doch nicht wahr. Ah, so eine Kacke. So eine verdammte Kacke. Ich weiß, wir müssen da auf das Holz ziehen. Ich weiß auch, wo wir am Ende rauskommen. Ah, aber ich hätte nicht gedacht, dass da jetzt runterspringt. Weil, wie gesagt, bei uns ja, wenn wir hier so ein kleines Ding runterspringen, da bricht er sich auch immer beide Beine. Nee. Mein Freund. Ja, so. Was du wohl? So. Ganz schön mutig. Das war effektiv. Okay, gut. So. Können wir die lieben Kollegen da hinten triggern? Okay. Ist egal, von hier oben, das klappt wunderbar. Brauchen wir gar nicht so probieren. Bist du tot? Ich bin nicht tot. Ihr seid gleich alle tot. So, jetzt zeigen wir mal die hier. Dann komm schon. Oder braucht er einfach eine Weile? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Er scheint weg zu sein. Jeden Fall weg. Okay, er kann uns definitiv treffen. Okay, ganz close ist noch einer. Treffe ich aber so wunderbar nicht, oder? Oh, doch. Gut, das lief ja wie am Schnürchen. Ich meine, nach 1000 Versuch oder so. So, jetzt fehlt natürlich noch der Kollege, der hier in der Ecke hockt. Gut. Kann ich noch einen oder? Zum letzten Mal.
Komm schon, ich sehe nicht. Klang, als wäre er umgefallen. Aber er war ja nicht alleine da. Na komm schon, steh schon auf. Steh auf! Shit. Plus ein Schuss. Ah, es wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Shit. Okay, ich glaube, er ist tot. Ja, 25 HP. 25 fucking HP. Okay, hier scheint es echt nirgendwo lang zu gehen. Ja, ich probiere das jetzt einfach. Wenn das jetzt nicht klappt, gebe ich auf. Na, dann hol ich Cheats. Ja, jetzt wird das nicht weh, ist klar. Das muss jetzt sein. Ich weiß, das war wahrscheinlich die übelste Verschwendung. Oh mein Gott, hoffentlich ein Savepunkt. Da bin ich. Ich hoffe so sehr. Sind da Polizisten da unten oder was? Der Priester. So, ich weiß gar nicht, muss ich mich jetzt ja auch durchschließen oder? Weil eigentlich dürfte keiner mal wissen, dass wir hier sind. Oder? Ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall gespeichert jetzt, oder? Kanadischer Whisky. Dürfte Whisky sein, glaube ich. So, ich glaube 25 kriegt man hier. 100, Und wurde unerwartet von uns geholt. Ah, das unter die Bären. Der Herr empfängt seine Herde mit offenen Armen. Und solche wie Billy werden selig ins Himmelreich aufgenommen. Billy war ein guter Sohn, Bruder und Freund. So werden wir alle seiner gedenken. Und für seine Erlösung beten. Für ihn, der Gutes getan hat. Und jetzt möchte Billys Freund, der ihm in den letzten Momenten seines kurzen Lebens beigestanden hat, ein paar Worte sagen. Komm, mein Sohn. Vielen Dank, Vater. Sie wissen, dass ich Billy heute die letzte Ehre erweisen möchte und ihm sagen will, dass er für mich wie ein Bruder war. Und dass sein Tod ein großer Verlust war. Was soll... Ich war bei seinem Tode anwesend und... Wie? Das ist der Mann! Das ist der Bastard, der Billy getötet hat! Mach den fertig! Ah, sorry für diese Geknackse, aber ich kann leider gerade nicht hoch anders nicht aufmachen. Aua.
Einen Schuss habe ich noch. Ups, das wollte ich nicht. Hinten nicht irgendwie was? Na da, relativ sicher. Okay. Wechseln. Ah, nicht nachladen. Oh. Ey, nicht auf einen toten Kollegen schießen, Leute. Oh, ich bin es nur. Mein Sohn, nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was hast du getan, mein Sohn? So viel Leid, um welchen Preis? Gott wird dir vergeben, sorry, Mikrofon. Aber dies ist schrecklich. Weißt du nicht, dass Mord die größte Sünde ist? Ich weiß, Vater. Aber irgendwie habe ich alles versaut. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. So viele Menschen starben ohne Grund. Sie hätten in ihrem Leben viel erreichen können. Vater, diese Menschen waren Verbrecher, Lumpen, Mörder. Der Tote hier vorn wollte mein Mädchen vergewaltigen. Vielleicht hat Gott es so gewollt. Viele Menschen werden jetzt ein leichteres Leben haben. Ja, die Wege des Herrn sind unergründlich. Aber was ist mit dir? Kannst du dir selbst ins Gesicht sehen? Sorry. Du kannst das Blut an deinen Händen niemals abwaschen. Das weiß ich, Vater. Sieh dich um. So eine Verschwendung. Wir müssen die Kirche erneut weihen lassen. Alles ist zerschossen. Ich kann meine Gemeinde hier nicht einlassen. Was soll ich tun? Vielleicht hilft das hier? Ach, auch Priester sind käuflich. Beten Sie für meine Seele, Vater. Ich werd's brauchen. Das werde ich, mein Sohn. Das werde ich ganz sicher. Nebenbei gesagt, Vater, Ihre kleine Rede über Billy. Ich wundere mich über eure Wahrnehmung. Billy war kein so guter Mensch und er tat auch nichts Gutes, als er am Leben war. Der Priester. Müsst ihr jetzt eigentlich... Oh, wir waren gesucht. Ah, falsche Steuerung. Da, aua! Okay, hier lang fahren wir doof. Oh, naja, ist eigentlich egal. Ja, doch ein bisschen doof war es schon. Entschuldigung, muss hier mal lang. Nach rechts. Und jetzt heißt das mit Geschwindigkeit zu schreiben, willst du mich verarschen oder was? Das ist so ihr Problem gerade. Ich habe ungefähr, weiß nicht, gefühlt 100 Menschen getötet und davon 30 Polizisten, aber ja, wenn das euer Problem ist, dann geht's ja, da halte ich an. Was? Fahrphysik für den Arsch. Scheiße. Na, aber wirst du wohl. Ey, komm jetzt. Geh mir nicht auf den Keks her. Ah, scheiße, kann ich gar nicht lang. Das heißt, ich muss hier nach dem Parkplatz rechts am besten. Oder gleich über den Parkplatz. Soll er auch gehen. Dann hier vorne an der doppelten Straße nach links. Dann gleich wieder rechts. Und da haben wir fahren. Ja, genau. Das ist das Problem.
Lass mich. Ruhe! Scheiße, 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 scheiße! Wollen wir da rum? Nein, nein, musst du wohl. Böser Herr Polizist. Böser Herr Polizist. Warum sind jetzt heute so viele Autos unterwegs? Hallo. Okay, hier gleich nach rechts. Wir sind die Schilder an, ich kann nicht drüber fahren. Gut. Das, vier Polizeiautos sind in uns her. Da kommt er nicht durch. Da kommt er nicht durch, das war aber klar. Die sind aber auch ein bisschen sehr hartnäckig, die Polizisten, muss ich mal so feststellen. Wirklich? Schafft er das hier reinzufahren? Halt! Polizei! Nein! Ich muss die Bullen abhängen. Echt jetzt? Ja, klar. Muss die abhängen? Aber wie lange dauert das? Okay, es geht relativ fix. Gut, gut, gut. Okay. Nur auf der Minimap aufpassen. Ja, die Klappe. Gut. Müsste es ja eigentlich gewesen sein. Wenn wir uns jetzt ans Tempolimit halten, ganz gechillt nach Hause fahren. Dürfte uns eigentlich nichts mehr passieren. Eigentlich. Uiuiui. Weil die ja loszuwerden ist gar nicht so einfach, ne? Wenn man erstmal ein paar Polizeiautos hinter sich hat. Ist schon eine Nummer härter. Also, GTA, hallo. Guten Tag, Herr Polizist. Das finde ich in GTA wesentlich einfacher. In allen übrigens. Generell eigentlich in allen Teilen. Viele sagen so, in GTA 5 wäre es relativ schwer, die loszuwerden, aber das geht so. In der Stadt ist nicht ganz so einfach, aber spätestens wenn man ein bisschen Land hat. Ein bisschen auf dem Land ist, geht's eigentlich ziemlich easy. Kein Polizist in der Nähe. Weit hier irgendwie so rumzudackeln. Das riecht ja. Oh, ist schon wieder grün. Eilig, Herr Polizist! Köpfen wir da ein bisschen ab. Muss nicht zu schnell fahren. Aber man hat für die Mission die Autos ja wesentlich erhöht. Wahrscheinlich einfach, weil wenn es mehr Autos gibt, gibt es auch mehr Polizisten. So viele Autos fahren jetzt glaube ich sonst nicht rum, oder? Wenn man überlegt, guck mal, wie viel sich da drüben gerade alleine staut. Schon enorm. Ganz so viel Stau gibt es hier sonst nicht. Obwohl, na gut, manchmal, wenn wir an so einer großen Straße sind, ist schon ganz schön. Ja, die normale Musik fängt auch wieder an. Und daher sollte man absolut safe sein, was das angeht. Ja, lass mich zuerst fahren, Mann. Sind wir auch schon gleich da in Salaris Bar und dann.
Ich bin gespannt, wie der Don das findet, dass wir die Beerdigung gestört haben. Ich glaube, nicht so lustig. Ist da. Sieht aber cool aus. Trotzdem noch lenken. Okay, und weiter geht's. Wir müssen den Pier da unten mal angucken. Polizei, nö. Nö. Genau, immer rechts, immer links und dann sind wir doch schon da. Ja, komm, zeig mal, was du drauf hast hier, hübsche Karre. Stellen wir natürlich hinten ab, den wollen wir behalten. Ein bisschen kaputt. Stellen wir ihn hier gleich zu Ralf. So. Da kann Ralf sich drum kümmern wieder. Mach das. So, und wir gehen gleich in die Bar. Moin. Ja, Falconer Blau, Lasseter V16, schauen, schwarz. Sehr geil. Der Mezzo 2.